Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Magic the Gathering Arena. Ja, heute möchte ich euch mein neuestes Deck vorstellen. Das erste, was ich geschafft habe, zusammenzustellen für das Standard im in der Edition Blutroter Bund. Und ja, wie immer zeige ich euch kurz, wie das Deck aufgebaut ist, was es machen soll. Und dann spielen wir es ein paar Mal, damit wir auch sehen, ob das so funktioniert. Wir fangen wie immer oben an, weil unten so weit weg ist. Es heißt nebenbei Geisterkriege und dreht sich, wie man das dann auch ganz gut sehen kann, um Geister. Und wie ihr seht, es ist vornehmlich weiß, hat aber auch den kleinen blauen und roten Anteil, ist also dreifarbig, aber 60% würde ich mal sagen, davon weiß. Gut, die Geister im Blutrot Bund und schon davor kurz haben ja die Fähigkeit Aufstören, um die sich das Deck hier dreht. Das bedeutet, wie wir das auch hier sehen können, man kann diese Karte aus dem Friedhof noch einmal wirken für ihre Aufstörungskosten oder Störungskosten hier auch genannt. Und dann sind die halt ein bisschen anders. Sprich, die meisten Geister hier kommen erstmal als Menschen oder so ins Spiel, sterben dann und kehren dann als Geister wieder, wenn wir das Mana zahlen. Nehmen wir hier mal den Kaplan der Almosen, rechts dargestellt. Für einen Mana ist er halt ein Mensch-Kleriker mit 1:1 Erstschlag. Abwehr 1 bedeutet, wenn er Ziel von einem Zauber wird, muss der Gegner einen Mana zahlen, ansonsten klappt das nicht. Nun sollte er stirben, er hat Aufstören 4, also 3 neutral und ein Weiß, macht 4. Kann ich ihn nochmal aus dem Friedhof würgen. Dann kommt er als Schutzgeist der Kapelle ins Spiel, quasi seine Geisterform. Und da ist er halt nicht mehr dran. Dann hat er fliegend Erstschlag und jede Kreatur hat Abwehr 1. Und wie alle, die mit Aufstehen ins Spiel kommen, hat er dann auch die Fähigkeit, falls er von irgendwo auf den Friedhof gelegt werden würde, kommt er stattdessen ins Exil. Das ist halt so der Nachteil, man kann sie nicht wieder aus dem Friedhof holen. Vorteil ist natürlich, man packt eine Karte rein und hat theoretisch 2 zum Spielen. Kann also quasi ein Deck doppelt ausreizen. Gut, der Signalhunggeist, der hat kein Aufstören, das ist ein standardmäßiger Geist, sage ich mal. Und er hat halt, wenn wir unseren zweiten Zauber innerhalb eines Zuges wirken, dann kriegen wir einen 1-1 Geistspielstein. Klingt jetzt erstmal nicht so prall, ist aber in der Deck geil, weil die Geister stärker werden. Dann haben wir den glaubenstreuen Richter, der später zum Richtspruch des Sünders wird. Verteidiger fliegend, Wachsamkeiten seiner Standardform. Zumindest für Sohnsimens und falls weiter weniger Richtspruchmangel auf ihm liegen, bekommt er eine und wenn er dann 3 oder mehr hat, dann kann er angreifen, als ob er Nicht-Verteidiger hätte. Das ist nicht das Wichtigste. Wichtigste 7 Mana, dass er zum Richtspruch des Sünders wird, womit wir den Spieler verfluchen können in Form einer Verzauberung. Und zu Beginn des Versorgungssegmentes dieses Spielers wird eine Marke draufgelegt. Wenn dann 3 oder mehr Marken drauf sind, dann verliert der Verzauberspieler die Partie. Ist also eine optionale Gewinnmöglichkeit. Ja, dann haben wir die Himmelsfestungserscheinung. Eine der besten Karten meines Erachtens, die es gibt. Für 3 Mana nur 2:2, da werden viele sagen, boah, das ist ja nix. Aber der Effekt ist geil, denn wenn ein Spiel kommt, können wir eine bleibende Karte, die 4 oder weniger kostet, ganz aus dem Spiel entfernen. Und falls er sterben sollte, dann kriegt der Beherrscher halt einen XX-Spielstein in Höhe des Mana-Betrages. Aber so können wir schon früh störende Kreaturen oder andere Karten loswerden. Dann haben wir den Hüter des Glaubens. 3 Mana, 3:2, Aufblitzen, Wachsamkeit. Wenn ein Spiel kommt, destabilisiert sich eine beliebige Anzahl anderer Kreaturen deiner Wahl, die du kontrollierst. Viele wissen nicht, wozu Destabilisieren dient. Bedeutet ja erstmal, diese Karte wird ja aus dem Spiel entfernt und bis zum nächsten Zug des Beherrschers bleiben sie da auch und kommen dann wieder ins Spiel. Hat 2 Vorteile. Vorteil 1, den wir in diesem Deck nicht nutzen. Dadurch wären Effekte mit, wenn diese Kreatur oder Karte ins Spiel kommt, getriggert. Wie gesagt, hier nicht. Aber Effekt 2 ist halt, wir können hier eine effiziente Verteidigung aufbauen für eine Runde. Warum? Sagen wir, wir blocken mit 10 Kreaturen und die würden alle massiv draufgehen, weil sie schwach sind und der Gegner hat ein starkes Heer. Dann blocken wir die, dann spielen wir den hier aus, tun die alle ganz aus dem Spiel entfernen, dann gelten die Gegner erstmal als geblockt, aber die Kreaturen von uns gehen vor der Schadensverrechnung aus dem Spiel und kommen halt im nächsten Zug wieder. Zudem hat er selbst auch noch Aufblitzen und kann selbst noch als Blocker fungieren, wofür er aber nicht gedacht ist. Dann haben wir Kathilda, morgendliche Märtyrerin, die später zu Kathildas Morgendämmerung wird. Fliegend, Lebensverknüpfungsschutz von Vampiren. Stärken, Widerstandskraft von ihr sind gleich Anzahl bleibender Karten, die ich kontrolliere und Geister und oder Verzauberung sind. Mehrt sich den Deck dann recht schnell. Und als Verzauberung hat sie dann das verzauberte Kreatur, die man damit verzauberte Flugfähigkeit erhält. Lebensverknüpfung hat, Schutz von Vampiren und plus X, also quasi dasselbe, was sie als Kreatur gemacht hat. Vega, der Beobachter.
Hatte ich den Deck leider noch nie draußen, ist aber ziemlich geil für 3 Mana. Immer wenn du einen Zauberspruch von irgendwoher aus von deiner Hand wirkst, ziehe eine Karte. Sprich, ist der Kollege draußen, wir wirken den hier aus dem Friedhof, dann ziehen wir eine Karte. Heiliger Spuk, auch eine krass geile Karte. Solange du 7 oder mehr Verzauberungen kontrollierst, haben Kreaturen, die du kontrollierst, Fliegend und Wachsamkeit. Ist jetzt nicht schlecht, aber das ist nicht das Supergeile, das kommt jetzt erst. Immer wenn du einen Verzauberungszauber wirkst, erzeuge einen weißen geisterkläriger Kreaturspielstein mit Stärke und Widerstandskraft dieser Kreatur sind gleich der Anzahl Geistern, die du kontrollierst. Das ist halt ziemlich geil. Weil, wie gesagt, wir haben dann auch einige Sachen, die dann halt zur Verzauberung werden. Dauert ein Momentchen, aber lohnt sich. So, Spiegelsaal-Nachahmer. Später dann grausige Nachahmung. Der kommt als Kopie in einer beliebigen Kreatur ins Spiel, kann man viel Spaß haben mit, muss man schauen, was er macht. Er bleibt aber ein Geist. Und später verzaubert er eine Kreatur und zu Beginn des Versorgungssegments erzeugen wir einen Spielstein, der eine Kopie der Verzauberungskreatur ist, außer dass er zusätzlich zu seinen anderen Typen ein Geist ist. Und wenn er irgendwo ins Spiel gelegt werden würde, ja, dann bleibt er halt. Und hier ist das Geile, der als Verzauberung, wenn wir dann die hier verzaubern, dann können wir jeden Zug eine Karte, die 4 oder weniger Mana kostet, aus dem Spiel entfernen. Das ist ziemlich krass. Jetzt kann man das ganze Deck von jemand kaputt machen. Hofri, Geisterschmied. Geister haben +1/+1, Eile und Trampelschaden. Wenn eine andere Nicht-Spielstein-Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, schicke sie ins Exil, falls du das tust. Erzeuge einen Spielstein, eine Kopie einer Kreatur ist, außer dass er zusätzlich zu einem anderen Typ ein Geist ist und wenn diese Kreatur das Spiel verlässt, bringe die ins Exil geschickte Karte auf den Friedhof ihres Besitzers zurück. Boah, so schwer ist es gar nicht. Heißt also, wir können die quasi fast nochmal spielen. Quintorius, der Feldhistoriker. Geister haben einen Angriff mehr. Und immer wenn ein oder mehrere Karten deinen Friedhof verlassen, erzeuge einen 3-2 roten und weißen Geistkreaturspielstein. Ist dann mit dieser Aufstürmfähigkeit ziemlich geil. Ansonsten halt hier noch, ich sag mal, ein paar Länder, damit wir uns das auch alles leisten können. Ja, das ist quasi die Theorie hinter dem Deck. Und jetzt spielen wir das mal ein paar Runden. Unser erster Gegner ist Retro. Na, mal schauen, wie Retro der ist. Wow, 4 Mana auf der Hand, sogar jede Farbe dabei. Das sieht eigentlich ziemlich nett aus. So, wir sagen natürlich ganz brav Hallo. So, Gebirge vorzeigen. Machen wir. Da, guckst du an, da ist ein Gebirge. Dann können wir den auch direkt ausspielen. So, den kennt er eh schon, kann man also sowieso unbedingt nicht ausspielen. Greifen wir erstmal ganz normal an. Da ich den ausspielen möchte. Brauche ich jetzt das noch nicht ausspielen? Ich klemme gerade auf die andere Sitz zurück. Wow, du hast eine 2-Mana-Karte gegen eine 2-Mana-Karte getauscht. Rot-Blau. Mhm. Kann Kartenziehen sein, kann Flächenzerstörung sein. Müssen wir ein bisschen drauf achten. Spielen erstmal die aus, weil dann können wir zur Not Hellsicht machen. Er weiß auch, was wir brauchen. Das heißt, idealerweise müssten wir halt dann jetzt mal 2 Zauber spielen. Das ist natürlich, so wie die Hand jetzt ist, nicht möglich. Wir müssen nur ein bisschen sparsam vorgehen. Deswegen, wir tun erstmal ganz normal mit Spielen hier. Wenn uns einen hochbringen will, stört uns das auch weniger. So, hier ist das, was ich meinte. Für eine Kreatur oder Planeswalker 4 Schaden zu. Der bringt uns nichts, weil den können wir eh nicht spielen. Mit ihm hier können wir ihn schützen. Weil wir können jetzt einige destabilisieren. Und das heißt, ihn aus dem Spiel entfernt bis zu meinem nächsten Zug. Das heißt, er kann nicht Ziel von den Zauber werden.
Und der geht damit ins Leere. Wir haben unsere Kreatur gerettet, weil sein Zauber dadurch quasi im Nimbus verschwunden ist. Er scheint dringend Mana zu brauchen. Aber er weiß jetzt wahrscheinlich auch, okay, der Kollege da drüben hat ja jetzt 6 Schaden pro Runde draußen, jetzt muss ich langsam was tun. Problem ist natürlich, wir haben nichts viel, was mit aufstören ist, genau genommen nur eine. Wir haben die noch, die werden uns eventuell retten. Ja, jetzt ist die Frage aller Fragen, die haben keine Mana-Kosten, ne? Das wollte ich schon immer mal wissen, wir müssen jetzt noch ein bisschen mit Druck spielen. Dürfen wir den erzielen? Ah, das ist gemein. Eigentlich haben die Mana-Kosten von 0 offiziell. Das ist natürlich gemein. Dass das jetzt in den Regeln anscheinend geändert wurde. Früher hatten Spielsteine Mana-Kosten 0 und damit hätte das getriggert. Hat er wahrscheinlich versehentlich gemacht. So, wie viel Mana haben denn 5, 6? Der würde 4 Kosten mit aufstören. Bringt also noch nichts, den ins Nirvana zu schicken. So, das klappt aber definitiv. Problem ist dieser Spielstein halt. Den können wir jetzt gerade nicht vorbei, sagen wir keinen Buff ziehen. Liegend. Mhm. 4 Mana allerdings. Die können wir wieder schön wegnehmen. Wisst ihr was? Passt mal auf, wir versuchen was Geniales. Mal sehen, ob er den durchlässt. Ich möchte, dass er ihn killt. Cool, macht er. Ja, jetzt kommt der richtige Schaden. Zack. So, warum? Jetzt haben wir 7 Mana. Das heißt, ich kann den Kollegen hier aufstören. Jetzt haben alle schon mal Abwehr. Gegen so ein Deck ganz nett. Er ist ein bisschen besser. Mit denen können wir noch den entfernen. Und gleichzeitig kriegen wir einen Geistspielstein, weil das der zweite Zauber ist. So, ich könnte jetzt für den Nachahmer irgendwas hier kopieren. Ich will ehrlich sein, es bringt uns auch momentan nicht weiter. Ich könnte natürlich stehen noch, um die zu blocken oder so. Aber wie gesagt, wir haben daraus keinen ernsthaften Vorteil. Deswegen lasse ich es erstmal. Ich überlege, ob ich das Land ausspiele. Ich glaube, auch das lasse ich erstmal. Es bringt auch nichts, mehr Masse anzugreifen. Wenn er die strategisch blockt, dann verlieren wir haufenweise Zeug. Das macht keinen Sinn. Vor allem, wenn die dürfen nicht sterben halt. Es wäre natürlich gut, wenn wir uns einen unserer ganzen Buffer ziehen würden. Spannende Partie. Moment, soll ich lesen? Ich schaue zum X gleich dann sagen. Ah, mhm. Ja, wenn du clever macht einen von denen kaputt, damit er einen Spielstein kriegt. Mal gucken. Yes? Okay. Das wäre jetzt so ziemlich meine letzte Wahl gewesen, aber gut. Irgendwas übersehen, Leute? Okay, okay, okay. Lassen wir es mal so. Der hat erst Schlag. Den hier, den brauche ich nicht mehr. Und den an sich auch nicht.
Der wird doch bestimmt noch was haben, aber rot zum Waffen bringt eigentlich nicht viel. Okay. Ja, das war sehr angenehm. Sieben Mana, das heißt, wir können beide spielen. Cool. Okay, wir hauen den raus. Holen uns noch einen hiervon. Nehmen den weg. Und machen ein Vollangriffstor. Ja, und sie ist jetzt halt 8 zu 8 hier. Genau, da hätte ich auch keinen Bock mehr. Ja, das war jetzt ziemlich nice, aber an sich läuft das Deck sonst besser. Mal gucken, wie es in den nächsten Partien wird. Unser zweiter Gegner ist Bobby 5280. Hallo Bobby. Gut, 3 Mana. Sieht eigentlich ganz ordentlich aus, finde ich. Farben sind auch alle dabei. Nice. So, jetzt warten wir noch auf den Kollegen da drüben. Hallo! Bobby ist bestimmt zu konzentriert. Mal gucken, ob er noch Hallo sagt. Hier sieht man auch mal wunderschön die neue Vampir-Arena. So. Schauen wir mal, den könnten wir spielen und das spielen, da haben wir einen dritten Zug aber nichts. Wir können eh keine zwei gleichzeitig spielen. Ist besser als auf einen Dance, aber ein Verteidiger fliegen, Wachsamkeit. Soldat, der auch schon bis zum Ende des Zugs war, ein 4-4 grünen Bär als Fuck-Kreator. Für zwei Mana ist das ganz okay. Wir machen aber erstmal nichts. Bis zum Ende des Zuges leider nur. Wir können natürlich mit ihm blocken, dann wird er zum Richtspruch des Sünders. Später dann natürlich. Sollten wir uns überlegen, was ganz praktisch eigentlich. Wahrscheinlich ist es so das Beste. Sei denn, er haut jetzt was anderes raus, was wir mit dem Himmelsfest zur Erscheinung wegblocken können. Ja, ja, machen wir. Die nehmen wir erstmal in Kauf. Ach, der hat auch Blitzen, aber das bringt uns nichts dagegen. Deswegen erstmal der raus. Wenn er den jetzt trotzdem noch transformiert, dann können wir den killen, aber dann hat er seinen Zug quasi schon 2 Mana dafür ausgegeben. Wie gesagt, der ist auch unsere beste Option immer. Die ist natürlich jetzt nicht ganz so toll am Anfang, wird zum Ende hin besser. Der rettet uns ab und an mal zur Not, kennt ihr ja noch. Also wenn du jetzt schon bei der einen Karte so lange nachdenken musst, Bobby, ne? Bin ich mir nicht sicher, wie der Rest des Kampfes wird. Es sind noch nicht so viele Optionen. Oder aber er hat natürlich eine schlechte Internetverbindung. Und dann wollen wir denen das nicht anrechnen, ne? Gut. Noch durchschaue ich nicht sein Deckkonzept. Rot-Weiß sieht erstmal so ein bisschen aus nach schnell Angriff pushen. Der passt aber nicht ganz rein. Raus ist sicher 2 plus 2 bis 1. Wenn ihr auch so sicher stirbt, kannst du die Hand schon sogar einfach mit Flugfähigkeit Abwehr 1 werden lassen. Ja geil, wenn er den dann ausrüstet, können wir den später mit dem wegholen. Gut. Jetzt die Frage, wie spielen wir? Nur wenn du deinen zweiten Zauberspruch wirkst, das heißt, wenn ich den wirke, müsst ihr zählen, ne? Genau.
Kann natürlich auch sein, dass ein Flächenzerstörer kommt. Immerhin ist da weiß und rot drin. Sollten also nicht allzu viel raushauen. Gegen Flächenzerstörer ist er natürlich dann am besten. Klar, wenn er stirbt, wird er nochmal 3 Schaden zufügen. Könnte er den killen, aber schlimmer noch den. Den Tausch mache ich gerne. So. Ich bin dafür, den wegzupushen. Dann machen wir einen Angriffssalve. Wie gesagt, ich traue mich noch nicht, noch viel mehr jetzt auszuspielen. Klar könnten wir den jetzt pushen. Würde ich natürlich auch machen, wenn ich wüsste, dass ich dadurch den nächsten Zug gewinne. Klar kann er den auch noch ausrüsten, aber das ist bestimmt nicht das, was er gerne möchte. Greifen auch erstmal mit einem an. Gucken, was er so macht. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Wollen wir ihn rushen? Oder lieber noch Sachen auf der Hinterhand behalten? Plus 2 plus 1, das wäre dann 3 Dreier. Ich habe Angst, dass, wie gesagt, diese Flächenzerstörung noch kommt. Ansonsten würde ich nämlich den und den rausschmeißen. Wir machen das aber mal. Hoffen, dass jetzt keine Flächenzerstörung kommt, aber zur Not haben wir dann ja noch ein paar, die wir aus dem Friedhof spielen können. 4 Mana, das würde für die Flächenzerstörung reichen. Rückblende ist ganz schön teuer, boah. Wenn er jetzt natürlich nichts macht, wäre nächstes Mal wahrscheinlich raus. Gut. Ist ja in Ordnung, darf er. Warum hat er denn das gemacht? So, die haben auch Erstschlag. Heißt, jetzt, wenn er dann angreift, kann er nicht viel machen. Wir warten jetzt einfach mal kurz ab, lieber ein bisschen sicher spielen. Somit können wir uns alle noch retten.
Spannung liegt im Raum, als quasi nichts passiert. Nein, da darf er ruhig nachdenken, aber ich sehe für ihn jetzt keine Hoffnung, wenn er unsere Flieger nicht runterholt. Weil dann können wir rein mit ihm und Spiel kommt, legt seine Kreatur deine Wahl an. Sie hat plus 2 Blumen, ist mir egal. Ja, meiner hat trotzdem Erstschlag. Deiner nicht. Deswegen, bringen tut dir das gar nichts. Spiel kommt, sagen ich was, aber hat sie Lebensverknüpfung? Ja, hat sie Lebensverknüpfung und clevererweise denkt er wahrscheinlich dran, dass er das meinen Erstschlag haben und die Lebensverknüpfung deswegen gar nicht zum Tragen kommt. Warum wenden? Ja. Gut. Dann blocken wir den. Mana hat er auch nicht mehr, sagen noch. Hoppla. Und dann wird er hoffentlich verstehen, was ich damit meine. So, zack. Das ist natürlich der einzige Vorteil, den er hat, dass er jetzt Flugfähigkeit hat. Aber wir hätten eh den Blassen blocken müssen wegen der Lebensverknüpfung. So, nehmen wir mal an, der Block dann. Können wir schon überlegen, er blockt den stärksten. 4. Sagen wir 7, mehr Verzauberung kontrollierst, ja. Bringt der einen Angriff mehr, mal nachdenken. Wenn er ideal blockt, den mit denen. 1, 2, 3, 4. Dann verhindert, dass er den blockt, dann muss er alle einzeln blocken. Weil er sonst stirbt. Nochmal kurz nachdenken. Ach, Geister. Okay, ihr seid keine Geister. Stimmt. Ist mir aber egal, weil ich gerne möchte, dass ihr mehr oder weniger durchkommt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Er muss eh alle blocken. Das kann ich eigentlich nur mal Flächenzerstörung retten und dann auch nur kurzfristig. Lieber so rum. Der Mensch kann ihm wahrscheinlich noch eher was bringen. Ist nicht tragisch. Allein wenn wir schon den Friedhof anschauen, er hat eine gebannte und 5 auf Friedhof macht 6, wir haben 3. Jetzt habe ich gesehen, welchen. Ah, den. Ja, damit hast du es. Ja gut, bist du eh tot. Ah, damit kann sich noch schützen. Okay. Macht er aber nicht. Das ist ihm zu anstrengend. Ja gut, das war damit unser zweiter Sieg. Unser dritter Gegner ist hugovr@hotmail.fr. Das klingt wie eine E-Mail-Adresse. Egal. Lassen wir noch drauf zukommen. Wir haben 2 Mana. Bisschen was, was wir dafür spielen können. Hoffen, dass noch ein bisschen was dazukommt. Zack. Einen können wir zur Not wegnehmen, den relativ schwachen halt, aber das ist okay. Todesberührung. Stört uns verhältnismäßig wenig. Sei denn natürlich, es kommt noch was Passendes dazu.
Schau dir oberst zwei Karten der Bibliothek an, schicke alle Empfehlungen und lege die anderen in der Bibliothek. Die Karte in der Sieblei kannst du dir anschauen und sie spielen und. Okay. Ist natürlich jetzt so blöd. Ist hier kein Mana ziehen? Ist natürlich ein Riesenproblem. Ja, wird nicht besser. Aber wir haben jetzt das dritte Mana. Ernsthaft? Das ist natürlich lustig. Also den nehme ich ihn natürlich nicht weg, weil bringt nichts. Achso, hä, das ist vielleicht die, die er von uns geholt hat. Da hat er natürlich Glück gehabt, dass er eine der geilsten Karten hatte. So, nehmen wir ihn den weg. Der nervt nämlich. Jeder geht noch eine Karte ab. Auf wen verzichten wir denn? Ich würde sagen, auf den. Mit dem will ich auch gar nicht blocken. Weder ein Kreatur noch ein Landgut. Dann kennt er jetzt meine Hand. Aber er kann mir noch nicht so viel machen. Ernsthaft? Okay. Ich hätte natürlich den gewählt und den weggemacht, aber das hätte ich gemacht, wie gesagt. Angreifen bringt eh nichts. Am besten hauen wir den raus. Jetzt spielen wir quasi gefühlt dasselbe Deck. Motor statt R plus 1 plus 1. Wer bufft ihn? Er ist aus irgendeinem Grund auch ein Geist. Ach, weil er den kopiert hat. Ist die Frage, wie spielen wir? Hauen wir den raus. Falls er doch mit dem angreifen sollte. Können wir was dagegen tun?
Ist momentan so ein bisschen in Kräfte messen. Das machen Motto werden länger. Versuchen wir es mal. Okay. Das sollten wir trotzdem noch raushauen. Wenn wir den irgendwann aus dem Friedhof spielen. Angriff bringt nichts. Ich habe jetzt gerade gerechnet, aber Angriff bringt uns gerade nicht weiter. Na, wer hätte so gern? Nochmal, der wäre blöd, weil der ist legendär. Ah. So. Wisst ihr was? Dann versuchen wir, mit ihm ein bisschen Druck zu machen, dass er uns angreift. Zumindest versuchen sie uns, liegt so eine Richtbarke auf dem Gym. Drei oder mehr Richtbarke auf ihn liegen, verliert der Verzauberspiel die Partie, als verzaubern wir ihn. So, jetzt hat er drei Züge Zeit, uns zu killen. Ich würde mal behaupten, das klappt nicht gut. Hm, okay, damit kann man ein bisschen Druck machen, aber nicht allzu viel. Ich überlege tatsächlich, wenn wir die abwerfen, können wir die spielen, ne? Das ist eigentlich ziemlich cool. Weil dann können wir den Effekt besser ausnutzen. Den Sprung können wir uns mit dem Zug nur noch holen. Ich überlege, ob ein Flächenangriff was bringt. Verpufft, verpufft. Drei Lebenspunkte verlieren. Stimmt, wir hätten den trotzdem spielen sollen hierfür und dann Opfer. Naja, egal. So. Bringt das irgendetwas, jemanden zu kopieren? Ja, ich denke nach. Gib mir einen Moment. Nee, weil die Geilen können wir eh nicht entfernen. Gut. Du wirst zu denen. So. Dann kommt der nämlich als Aura. Ach, hab ich jetzt falsch gewählt. Der.
Schon wieder falschen? Na gut. Nein, keine Angriffe. Nö, wir verlieren drei Lebenspunkte. Spiel, den spielen wir aus. Triggern damit die ganzen Effekte. Dum, dum, dum. So, damit wir noch genug Leben haben, greifen wir mit ihm an. Und er überlegt, was er macht. Die keinen Erstschlag haben, meines Erachtens. Ein Verteidiger, ein fliegend. Ja. Mir ging es nur darum, die AP zu bekommen. Okay. Ja, nächsten Zug ist er tot. Wahrscheinlich wäre er auch so tot, weil wir jetzt langsam mit der Armee auch durchrennen könnten. Ja, wie gesagt, bringt dir aber nichts, weil bis dahin bist du tot. Sag schon, gutes Spiel. Er hat keine Chance mehr zu gewinnen. Wahrscheinlich weiß es nicht. Ich denke, er hat die Karte nicht gelesen. Ja, ja. Drei Lebenspunkte. Ja, zack, viel Spaß. Und jetzt hat es 3 Marken und wir haben gewonnen. Ja, da haben wir mal die optionale Gewinnmöglichkeit von dem Deck gesehen. Auch mal ganz spannend. Und da seht ihr, das Deck ist eigentlich ganz interessant, obwohl kaum Cutthroat drin ist. Und wie immer hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat, euch gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Dann aber wahrscheinlich ohne ein Standarddeck, weil so wie ich aktuell Karten ziehe, wird das wohl nichts, das richtige Deck zusammenzubekommen. Aber ich verabschiede mich zum nächsten Mal. Der Kamigawa-Zyklus beginnt ja auch bald und ich sage nicht, macht's gut, macht's besser und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Ciao!